Warum liefert die Studie Hinweise zu möglichem Wettbetrug in der Fußball-Bundesliga? Die Studie untersucht die Einsätze bei Bundesligaspielen, also die Wetteinsätze auf der Internetseite von Betfair über einen Zeitraum von 5 Saisons und weist am Ende Heuristiken oder Determinanten auf, die man letztendlich auch erwarten würde, wenn es Wettbetrug gäbe. Der Rückschluss ist nicht möglich, dass man sagt, es ist definitiv Wettbetrug oder Wettbetrug würde hier vorliegen. Aber man beobachtet statistische Eigenschaften, die man auch erwarten würde, falls es Wettbetrug gäbe. Und was sind dementsprechend die Ergebnisse? Die Ergebnisse zeigen, dass man unter Kontrolle von den beteiligten Mannschaften und dem Spieltag, an dem das Spiel stattfindet, letztendlich für drei Schiedsrichter systematisch höhere Beträge auf Spiele in der Fußball-Bundesliga findet, bei denen gewettet wird, ob mehr oder weniger als 2,5 Tore fallen, also ob 3 Tore oder mehr bzw. 2 Tore oder weniger fallen. Warum haben Sie sich gerade die Torwetten rausgesucht? Die Torwetten sind besonders interessant, weil hier eine Manipulation weniger auffällig wäre. Heißt, wenn ich ein Spiel, ein bestimmtes Endergebnis realisieren wollte als Schiedsrichter, dann muss ich hier konkrete Entscheidungen treffen, die möglicherweise auch auffällig sind und letztendlich in die Bewertung des Schiedsrichters eingehen oder letztendlich eine weitere Untersuchung nach sich ziehen. Wenn wir uns nur die Anzahl der Tore anschauen und das Spiel geht nun 3-1 aus, also man hätte dieses mehr als 2,5 geschossene Tore realisiert im Vergleich zu das Spiel geht 2-0 aus, dann wären weniger als 2,5 Tore gefallen. Dann wäre hier ein Verdachtsfall erstmal nicht so naheliegend, weil das Ergebnis letztendlich auch in die Richtung geht, in die der Spielverlauf ging und man hier letztendlich keine systematische Betrug irgendwie erwarten würde.